Diese Folge wird präsentiert von Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Bastian Hasslinger, Vice President von Pickers Capital. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass Whatnot, eine unabhängige Live-Shopping-Plattform mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, im Rahmen einer Serie D-Finanzierung 260 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die Bewertung des Unternehmens liegt nun bei 3,7 Milliarden US-Dollar und die Runde wurde von DST Global und dem wiederkehrenden Investor Capital G, dem unabhängigen Wachstumsfonds von Alphabet, angeführt. Und dann wird heute noch Thema sein, Equals hat 6,6 Millionen US-Dollar in einer Seed-Finanzierungsrunde erhalten. Aber das nur als kurzer Teaser vorweg. Wir legen natürlich gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung. Work with us ist der Podcast für die besten Arbeitgeber der deutschen Startup-Szene. Moderiert von Anita Knappe. Einer ihrer letzten Gäste war Torben Rabe, Country Manager Germany von Konto. Bei Konto gibt es zum einen natürlich interne Events mit allen Mitarbeiterinnen. Wir machen gemeinsam Sport. Wir machen Wine-Tasting, Chocolate-Tasting, Workshops und Bastelstunden. Wir haben euer Interesse geweckt. Alle weiteren Folgen findet ihr auf www.startupinsider.de/workwithus oder in dem favorisierten Podcast-Player eurer Wahl. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Investments und Exits. Also sehr schön. Bastian Hasslinger ist wieder hier von Pickers Capital. Hallo Bastian. Hi Jan, freut mich sehr. Freue mich auch, dass wir mal wieder sprechen. Und du hast tolle Themen mitgebracht, muss ich sagen. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, erzähl erstmal mal ein paar Sätze zu euch, oder? Super gerne, klar. Genau, ich bin der Basti und arbeite für Pickers Capital. Pickers Capital, wir sind auch ein Frühphaseninvestor. Was uns besonders macht, ist, dass wir eben nicht aus der Fundstruktur investieren, sondern mit einem sehr, sehr langfristigen, mit einer sehr langfristigen Perspektive aus einer Evergreen-Struktur. Wir machen das Ganze mit einem sehr globalen Footprint mittlerweile. Also haben Büros in München, Berlin, Stockholm, London, New York, Sao Paulo, Bangalore und Beijing. Und mittlerweile knapp 150 Portfoliofirmen auch auf der ganzen Welt verteilt eigentlich und investieren in der Regel so früh es irgendwie nur geht und partnern da eben mit sehr starken Gründerteams meistens so in der Pre-Seed- und Seed-Phase und arbeiten dann eben kontinuierlich über den kompletten Lifecycle von so einem Startup mit den Teams sehr, sehr eng zusammen. Und sind relativ sektoragnostisch unterwegs. Das heißt, für uns ist immer wichtig, es muss digital im Kern sein. Bei allen Industrien sind wir eigentlich recht flexibel. Also wir machen wirklich von HR-Tech, Fintech, PropTech bis hin zu Biotech, Cybersecurity sind wir sehr aktiv. Und genau, ich glaube, das ist so die kurze Übersicht zu Pickers. Ja, und weil du gerade sagst Pre-Seed und Seed, ich hatte gerade diese Woche mit Babot Namini über euch gesprochen von H3 Capital, beziehungsweise was heißt über euch? Wir haben über Casavo gesprochen, ein Unternehmen, das jetzt gerade auch ziemlich durchstartet mit, ich finde, ein sehr, sehr spannendes Modell. Sie sind jetzt noch nicht total unique vielleicht, aber sehr spannend. Und da seid ihr ganz, ganz früh rein, ne? Und vielleicht kannst du mal an dem Beispiel mal vielleicht, also einfach vielleicht für die Hörerinnen und Hörer mal kurz, was Casavo macht aus deiner Sicht. Und dann, warum seid ihr da so früh rein? Was habt ihr da gesehen? Und was macht in so einer frühen Runde? Wie überzeugt man da als Gründer? Ja, klar. Also Casavo, du hast schon gesagt, haben diese Woche eine große Series D Runde announced, wo sie 100 Millionen Equity eingesammelt haben und nochmal 300 Millionen an Debt. Und was Casavo macht letztendlich, so der Fachbegriff ist ein iBuyer-Modell. Das heißt, das ist letztendlich so eine Real Estate Transaction Plattform. Mhm. Der Prozess läuft letztendlich so ab, dass wenn man ein Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer ist und möchte eben dieses Asset verkaufen, macht man das in der Regel
Regel, man geht eben dann in den Markt raus, listet es auf einen, auf so einer Real Estate-Webseite. Hier in Deutschland ist das bekannteste wahrscheinlich so Immobilien-Scout. Und muss dann eben warten, bis man einen Käufer findet, bis die Transaktion dann eben über die Bühne ist, was gerne mal so ein halbes Jahr dauern kann, bis man dann wirklich seine Immobilie verkauft hat. Und Casavo ermöglicht diesen kompletten Prozess deutlich effizienter und schlanker zu machen. Und das ist sehr attraktiv für sowohl den Verkäufer, der praktisch, wenn er mit Casavo zusammenarbeitet, seine Immobilie innerhalb von wenigen Tagen teilweise schon verkaufen kann und damit halt so eine Immobilie deutlich liquider wird. Casavo kauft dann diese Immobilien. Zum Teil machen sie dann noch so leichte Renovierungsarbeiten und verkaufen sie dann wieder praktisch auf ihrem Marktplatz oder in dem Fall auf ihrer Plattform. Mhm. Und sind damit praktisch so, ja, so eine Immobilientransaktionslösung, die den ganzen Prozess deutlich effizienter und schneller macht für beide Parteien. Mhm. Naja, und aber jetzt der Punkt, da kommt, ich glaube, Giorgio heißt der, ne? Dann kommt so ein Giorgio bei euch da irgendwie rein mit einer PowerPoint-Präsentation und sagt, das möchte ich machen. Wieso glaubt man jetzt oder woran merkt man, dass der tatsächlich mal irgendwann in seiner Series D dann 400 Millionen einsammelt? Also den Giorgio, wenn man ihn mal kennenlernt, da wird das relativ klar, warum man okay. an ihn und die Vision glaubt. Also Giorgio ist einfach ein wahnsinnig schlauer, aber auch ein sehr, sehr so enthusiastischer und mitreißender Charakter. Sehr, sehr unternehmerisch. Das heißt, so wirklich Man merkt ihm so das Unternehmertum und die Energie, die merkt man bei so einem ersten Gespräch sofort. Von daher, so das vom Gründertyp und Background hat da schon sehr, sehr viel gepasst. Und natürlich die Idee, weshalb man daran glaubt, ist, einerseits haben wir uns mit dem ganzen Space sehr, sehr intensiv beschäftigt. Also wir sind wahnsinnig aktiv im gesamten so PropTech und Real Estate Bereich und haben so ähnliche Modelle schon in verschiedenen Geografien auch gesehen und uns angeschaut. Und haben uns damals tatsächlich den Markt sehr intensiv in Europa mal angeschaut, um einfach zu evaluieren, gibt es hier schon Player, die sowas Ähnliches anbieten? In welchen Märkten ist das denn ein interessantes und relevantes Modell überhaupt? Und in dem Kontext sind wir da mit Giorgio eben in Kontakt gekommen. Und weil wir einerseits, also wir hatten dann eine sehr starke Hypothese auf den Space und fanden Giorgio eben auch einen wahnsinnig starken Gründer. Und wenn da eben beides passt, einerseits sehr starkes Gründerteam, andererseits ein Thema, und ein Modell, an das wir sehr stark glauben, wo wir eine starke Hypothese haben. Und dann partnern wir teilweise wirklich, wenn da nur eine Idee da ist, nur ein initiales Team. Und das war eben bei Casavo der Fall. Ist aber jetzt auch wahrscheinlich noch kein Learning für andere Gründer, ne, was man so irgendwie adaptieren könnte. Ne? Weil, also sag mal, den Enthusiasmus, ja, kann man sich ja nicht verstellen letztendlich, ne? Und zu wissen, ob ihr das Thema wirklich richtig heiß findet, ist wahrscheinlich auch noch nicht. Also gibt's da etwas in der ganz frühen Phase, wo du sagen würdest, das sollte man als Gründer auf jeden Fall beachten? Also neben diesen Standard-Tipps, die man natürlich immer mitgeben kann, ist, glaube ich, für uns, also einerseits, was du gesagt hast, man sollte mit Funds sprechen, die im besten Fall schon eine Hypothese auf ein bestimmtes Modell, auf einen bestimmten Markt haben. Und das hilft schon sehr. Also es ist auch für Gründer grundsätzlich sehr wichtig, nicht nur zu sagen, welcher Fund ist vielleicht, könnte ein richtiger sein bezüglich deren Hypothesen und bestehenden Investments, sondern auch wirklich, welche Person in einem Fund ist denn vielleicht die richtige, um dazu zu sprechen. Und das kann man, glaube ich, frühphasigen Gründern schon, oder Gründern grundsätzlich mitgeben, dass man eben als Gründer oder Gründerin eben auch seine Hausaufgaben machen muss, um genau sich zu überlegen, mit wem sollte man denn zu welchen Themen sprechen. Und bei uns ist das dann eben mein Kollege, der Robin, der macht bei uns global eigentlich alle Real Estate-Themen. Ich bin auch sehr stark bei Real Estate involviert, aber wenn man sich da eben dann gezielt bei uns jetzt Robin oder mich raussucht für so PropTech-Themen, da ist man dann an der richtigen Adresse, während andere Teamkolleginnen vielleicht einen anderen Fokus haben. Und das hilft dann wahrscheinlich auch, wenn man die Leute investiert hat, relativ früh, dass man dann eine Idee sogar schleifen kann, ne? Dass man also das Feedback von Investoren recht früh einholt, um dann mal zu gucken, passt das denn auch zur Hypothese oder gibt es da vielleicht auch schon beim Investorseitig Dinge, die man vielleicht gar nicht berücksichtigt hat, ne?
Absolut. Und wir machen es immer super, super gerne, bereits mit Gründerteams in den ganz, ganz frühen Phasen zu sprechen. Gar nicht unbedingt im Kontext einer Finanzierungsrunde, sondern wirklich eher als Sparring. Für die Gründerteams ist es natürlich, kann das sehr hilfreich sein, so die Investorenperspektive zu bekommen, weil wir schauen uns ja sehr, sehr viele Unternehmen, verschiedene Märkte kontinuierlich an und teilen da sehr gerne dann auch unsere Insights. Und für uns als Investor ist natürlich auch wahnsinnig spannend, so mit Gründerteams zu sprechen, mit was sie jetzt gerade sich ihre Zeit verbringen und ihren Kopf zerbrechen. Und dieser Austausch ist uns da wahnsinnig wichtig. Und das Sparring gar nicht im Kontext von der Finanzierungsrunde machen wir super, super gerne. Und wir glauben auch daran oder kriegen auch zum Glück das positive Feedback, dass das für viele Gründerteams auch sehr, sehr wertvoll ist. Da hatte gerade der Nikita Fahrenholz hatte auch ein spannendes Posting, das wurde sehr kontrovers. Der hat sich aufgeregt über das Verhalten mancher deutscher VCs und hat aber dann auch als Positivbeispiel Cavalry Ventures hervorgehoben, den Claude Ritter, glaube ich, der auch nicht investiert hat ganz am Anfang, aber dann irgendwie trotzdem quasi als Sparringspartner immer wieder aufgetaucht ist, ihn supportet hat, obwohl sie dann quasi eigentlich gar keine Geschäftsbeziehung hatten in dem Kontext. Und ich glaube, das ist vielleicht eben auch nochmal so ein Ding, das höre ich ja bei dir auch gerade raus. Man möchte so quasi in Sparringsmodus gehen und vielleicht dann, ja, weiß nicht, sich auch, ist ja auch vielleicht so ein bisschen imagebildend sogar, ne, wenn man da als helfende Hand irgendwie oder Sidekick zur Seite steht. Absolut. Im Kern, das Wichtigste ist, glaube ich, dass es einfach sehr sinnvoll für beide Parteien ist. Jetzt abgesehen das Image, das resultiert vielleicht daraus. Aber grundsätzlich einfach eine ehrliche und faire Beziehung mit allen Leuten, mit denen man eben so spricht, aufzubauen, sich gegenseitig zu unterstützen, wo es eben Sinn macht, glauben wir, ist wahnsinnig wertvoll. Und wir machen das auch mit ganz vielen Unternehmen, mit denen wir noch nicht gepartnert haben, aber mit denen wir uns einfach gut verstehen und das Produkt spannend finden, das Team spannend finden, dass wir da so eine enge Sparrings-Beziehung oder mehr oder weniger eng, je nachdem, dann eben über eine längere Zeit dann auch aufbauen. Super. Dann war das jetzt ein langes Vorgespräch für das eigentliche Thema. Du hast ja zwei super Themen mitgebracht, finde ich. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge wollen wir vorgehen? Wir können gerne mit Whatnot starten. Krasses Ding, ja. Ja, war ein wahnsinnig spannendes Ding. Ja, Ja, Whatnot, ich meine, die meisten werden die Firma, das Unternehmen schon kennen, dadurch, dass es ja auch Consumer-Facing ist. Whatnot, die so Livestreaming, E-Commerce-Plattform und Marktplatz aus den USA, haben jetzt gerade eine 260 Millionen wahrscheinlich eine Series B-Runde announced von DST und Capital G. Und das Wahnsinnige ist, die haben insgesamt schon 485 Millionen, glaube ich, geraced und sind erst 2,5 Jahre alt. Also die sind 2019 gegründet worden und ja, haben einen wahnsinnig, wahnsinnig starken Job gemacht. Und ja, wie gesagt, jetzt 480 Millionen insgesamt geraced, gerade nochmal 260 Millionen on top bekommen. Und in so einer Produktkategorie, die aktuell und insbesondere jetzt über die letzten 2 Jahre, was durch Covid natürlich getriggert wurde, nochmal wahnsinnig an Relevanz gewonnen hat. Das ganze Thema so In-App, Live und Social Shopping, das ist so ein Trend, den haben wir schon in verschiedenen anderen Märkten auch sehr, sehr eng beobachtet. Also in China beispielsweise ist das schon ein Riesenthema. Da werden schon über 150 Milliarden US-Dollar GMV über so Social Commerce-Plattformen geschoben. Und auch in Indien gibt es so Riesenplayer wie Meesho, die schon über 1 Milliarde auch geraced haben und so im Social Commerce Space unterwegs sind. Und Whatnot hat das Ganze jetzt eben dann in den USA aufgebaut. 3,7 Milliarden Bewertung habe ich gesehen, ne? Ist also wirklich nach der kurzen Zeit irre. Ich habe mich gefragt, warum dieses Thema, also vielleicht sehe ich es falsch, aber warum das Thema so lange gebraucht hat, um überhaupt an den Start zu kommen. Also das Thema, Live-Video-Shopping ist ja jetzt keine Neuerfindung, ne? Weil, ja, man kennt es ja so ein bisschen aus dem Teleshopping wahrscheinlich, genau. Noch aus dem Fernsehen von damals. Genau, und da habe ich mich gefragt, also und auch Smartphones gibt es jetzt irgendwie seit 12, 13 Jahren. Also warum hat das so lange gedauert, dass jetzt so ein Unternehmen dann plötzlich mit so einer Vehemenz durchstarten kann? Das klingt ja fast so, als hätte der ganze Markt lange drauf gewartet, ne? Es ist nicht so, dass die Ersten waren, die das versucht haben, sondern es gab schon über die letzten Jahre sehr, sehr regelmäßig Player, die versucht haben, sich in den ganzen Social-Commerce-Space zu etablieren. Aber es ist wahnsinnig schwieriger Markt auch. Also es gibt ja auch so diese Standard-Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook, die versuchen ja oder haben versucht, sind immer noch dabei zu versuchen, so in diesen ganzen E-Commerce-Bereich auch reinzukommen, tun sich aber wahnsinnig schwer dabei.
Also selbst so TikTok, die ja wahnsinnig viele Nutzer haben, die kontinuierlich auf der Plattform sind, selbst ein TikTok hat es nicht geschafft, so eine Social-Commerce-Plattform erfolgreich aufzubauen. Die haben das versucht und sind dann wieder praktisch, haben das wieder gestoppt, das ganze Projekt, obwohl die ja eigentlich in der optimalen Position wären mit ihren Live-Videos und Streams, die sie ohnehin schon haben, sich dann auch in das ganze Social Commerce, in den ganzen Social Commerce Space zu bewegen. Aber Whatnot hat das eben wahrscheinlich auch mit einem sehr smarten so Produktfokus ganz gut angegangen. Ja, also wenn man so auf der Seite sich tummelt, hat man das Gefühl, das ist so quasi so die Liebhaberkategorien von eBay findet man da. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Zusammenfassung ist, aber so ein bisschen fühlt sich's an. Ne? Genau, also es ist ein relativ starker Fokus auf das ganze Thema Collector-Items. Das heißt, das können besondere Sneaker sein, das können Sportkarten sein. Die wollen jetzt auch so in Richtung Briefmarken noch gehen, so kleine Plastikautos, die man sammelt. Also wirklich Collector-Items, wo es Leute gibt, die einfach sehr, sehr enthusiastisch für sind. Und da geht es dann eben nicht nur um die reine Transaktion, sondern es geht wirklich um dieses ganze Community Building auch. Und das macht, glaube ich, den Produktfokus für das ganze Thema Live-Shopping ist wahnsinnig wichtig, weil wenn man sich jetzt einfach ein weißes Shirt kaufen möchte, dann ist die Frage, braucht man da irgendwie die ganze Kommunikation und Kollaboration, die auf so einer Social-Commerce-Plattform eben möglich ist. Aber wenn es dann um Sammelkarten geht, um Briefmarken, wo man sich wirklich vielleicht unterhalten möchte und austauschen möchte noch über die verschiedenen Objekte, genau da kriegt man dann eben das Engagement auch, dass das Ganze spannend wird. Ja, interessant. Und auch also interessant, dass dem Thema Live dabei so ein großer Stellenwert zugeschrieben wird. Weil ich hätte jetzt auch gesagt, dass TikTok eigentlich sowas ja quasi in Recorded schon sein könnte. Ne? Also quasi in voraufgezeichnet. Also braucht man diesen Live-Aspekt unbedingt, würdest du sagen? Naja, du kannst ja überlegen, wenn du jetzt was kaufen möchtest und du gehst auf eine Website und du würdest gerne weitere Informationen zu einem bestimmten Item bekommen, dann könnte man natürlich dann nachschauen, ob es vielleicht die richtigen Informationen irgendwo auf dieser Webseite schon gibt. Aber teilweise, insbesondere wenn es eben besondere Sachen sind, wie jetzt ein besonderer Sneaker, ist natürlich genial, wenn man direkt sich über das Objekt irgendwie austauschen kann und noch weitere Informationen bekommt. Und genau dann ist eigentlich dieser große Mehrwert von Live-Shopping genau da, wenn es eben Themen sind, die so ein bisschen komplexer sind. Und es gibt ja auch in Berlin ein Unternehmen, was ja auch gerade eine super Runde geraced hat. Charles heißen die. Die fokussieren sich auf das ganze Thema Conversational Commerce. Das heißt, die ermöglichen es so E-Commerce-Merchants auf ihrer Webseite oder in ihrem Webshop praktisch die Infrastruktur bereitzustellen, dass sie im Checkout-Prozess oder auf der Plattform, dass man direkt mit Beratern auch chatten kann und sich über die Items auch austauschen. Und es geht in eine ähnliche Richtung. Es muss live sein, weil man das Feedback schnellstmöglich bekommen möchte. Und die fokussieren sich jetzt eben auf dieses Integration in bestehende Plattformen, also auf bestehende Webshops, während Whatnot es wirklich geschafft hat, eine eigene neue Destination aufzubauen. Okay, ich habe Charles tatsächlich so nicht gesehen. Ich kenne die noch. Die haben ja einen Pivot hingelegt. Ne? Die kamen ja aus dieser ganzen WhatsApp-Konversationsecke und haben darüber versucht, Mode zu verkaufen. Ne? Von daher spannend, dass sie sich eher so als Infrastrukturanbieter jetzt mittlerweile dann sehen. Siehst du da die größeren Chancen oder siehst du die größeren Chancen in so einem Whatnot, die dann halt eben, jetzt mal Bewertungen außen vor, ne? Aber die dann quasi hinter den gesamten Prozess ownen und möglicherweise dann auch ein sehr starkes Argument haben, vielleicht in Richtung Verkäufer? Tatsächlich sind zwei fundamental unterschiedliche Modelle. Während Charles wirklich den Fokus auf bestehende Plattformen hat und die zu enablen, das ganze Thema Conversational Commerce anzubieten, hat sich Whatnot eben entschieden, eine eigene Plattform aufzubauen. Und das ist natürlich deutlich schwieriger, es wirklich zu schaffen, eine neue Plattform aufzubauen, wo die Leute wirklich draufgehen, viel Zeit drauf verbringen, weil die ja den ganzen Customer Acquisition das ganze Customer Acquisition Problem letztendlich auch tragen musst, während Charles damit natürlich überhaupt nichts zu tun hat. Die sind integriert auf den Webseiten. Sind die Schaufelverkäufer? Entschuldigung? Ich meine die Schaufelverkäufer.
Ganz genau. Ja, genau. Von daher anderes Modell, aber eben spielen auf einen ähnlichen Trend hin. Eben das ganze Thema so Conversational Commerce und Kommunikation im ganzen Einkaufsprozess und Einkaufserlebnis. Spannend, ja. Und wenn wir jetzt nochmal Whatnot uns angucken, du hast ja jetzt gerade schon die Segmente genannt, in denen sie unterwegs sind. Heißt das aber umgekehrt auch, es gibt andere Segmente, also es gibt vielleicht Platz für andere Player in anderen Segmenten? Durchaus möglich, ja. Man muss dann eben immer überlegen, für welche Segmente ist denn dieser Conversational Aspekt und dieser Live-Aspekt besonders wichtig. Und es kann zum Beispiel bei Items sein mit einem sehr großen Wert. Also wenn du beispielsweise dir ein neues Fahrrad kaufen möchtest, da kann es dann eben Sinn machen, dass man Beratung erhält oder das Ganze in so einem Live-Format macht. Also so teure Sportartikel und so weiter. Und da gibt es auch ein paar Player, die sich daran versuchen. Dieser E-Commerce-Bereich ist so wahnsinnig groß, dass da mit Sicherheit in den verschiedenen Verticals noch Platz auch für weitere Player gibt. Aber ich hatte sogar noch gedacht, dass vielleicht so Themen wie Immobilien oder Autos oder vielleicht sogar auch Versteigerungen fast sogar eine Sache wären, die man ins Live-Shopping überführen könnte, ne? Versteigerungen mit Sicherheit, ja. Bei Immobilien ist das ja auch immer so die Frage, inwieweit wird man es wirklich schaffen, den Immobilienprozess komplett online zu bekommen. Ich glaube, es gibt irgendwo schon so einen Threshold, wo man wahrscheinlich auch die In-Person-Komponente nur schwierig umgehen kann. Aber eben so alles, was dazwischen liegt, eben ist mit Sicherheit spannend für solche Lösungen. Super. Und ich höre auch raus, jemand, der quasi hier eine Idee hätte, kann sich bei euch melden, ne? Absolut, also wir sind im ganzen E-Commerce-Bereich super, super aktiv. Und so E-Commerce-Infrastruktur ist auch einer der Bereiche, mit denen ich mich sehr, sehr aktiv beschäftige. Super. Dann hast du noch ein zweites Thema mitgebracht. Viel, viel kleinere Runde, aber irgendwie auch ganz cool, finde ich, ne? Ja, auch so ein Thema, was wir aktuell super spannend finden. Das Unternehmen heißt Equals, ist noch ein relativ junges Unternehmen, März 2021 gegründet, sind in San Francisco. Und die haben gerade eine 6,5 Millionen Seed-Runde announced von Craft Ventures und der Box Group und verschiedenen Business Angels. Und was sie machen, sie bauen praktisch eine neue Art von Spreadsheets mit einem sehr starken Fokus auf Datennutzung und Kollaboration mit Daten. Und warum finden wir das Ganze so spannend? Weil der ganze Bereich Data Consumption ist unserer Meinung nach gerade einer, der von vielen Seiten nochmal aufgebohrt wird und neu gedacht wird. Das Problem ist, in Unternehmen und insbesondere jedes Unternehmen wird glücklicherweise mehr und mehr digital, sammeln sich wahnsinnig viele Daten und Informationen an, die dann im besten Fall in gut organisierten Data Warehouses, wie beispielsweise Snowflake, gespeichert werden. Aber der Zugang zu diesen Daten ist wahnsinnig schwierig und insbesondere so Analysen auf diesen Datensätzen zu fahren, ist wahnsinnig schwierig für so Business FTE zu tun, weil dieser Zugang zu den Daten und das Data Crunching benötigt man in der Regel Data Science Knowledge. Das Data Science klingt dann immer so ein bisschen sehr komplex. So, man muss einfach SQL können in der Regel und ist jetzt kein Hexenwerk, aber man muss es eben mal gelernt haben. Das heißt, da ist so ein großer Bruch oder eigentlich kein Bruch, sondern das ist einfach unzugänglich für Business FTE, da auf Daten zuzugreifen und Analysen zu fahren, weil es eben dann in der Regel das Data-Team benötigt, um da zu supporten. Und so Lösungen wie Equals gehen das ganze Thema eben an. Und Equals eben mit einem Fokus auf oder mit der Hypothese, dass der Spreadsheet-Approach mit Datenfokus der richtige ist. Das heißt, das ist so ein bisschen wie Excel auf Steroids. Das Excel artige Lösung, die mit sehr, sehr starken Integrationen in verschiedene Databases, zum Beispiel eben Snowflake, und dann ermöglicht Equals den Zugang zu diesen Daten über so Standard-Spreadsheet-Functionalities,
und oder über SQL. Das heißt, da können sowohl Data-Teams drin arbeiten, als auch normale Business-User, um dann eben in Equals Datenanalysen zu fahren und aber auch kollaborativ zusammenzuarbeiten. Das ist unserer Meinung nach auch wahnsinnig wichtig. Also das ganze Thema so Live-Tracking, wer arbeitet gerade wo dran, dass die Versionierungen immer gespeichert werden, dass man Kommentare hinterlassen kann und so weiter und so fort. Und das Ganze ermöglicht Equals. Ich habe mir die Webseite von Ihnen angeguckt, weil ich das Produkt wirklich spannend finde. Und ich finde, was man bei Ihnen extrem gut lernen kann, ist, wie man Testimonials einsetzt. Also Sie haben ja, das ist eine Flut an großen Namen, die dieses Produkt in den Himmel lobt, ne? Diese Sektion What People Are Saying, ja. Und dann hast du hier irgendwie den CEO, den Gründer von Stripe oder den Chairman von Intercom und so weiter. Und alle sagen hier, first there was Excel, then there was Sheets, now there is Equals und so. Also es ist wirklich, die loben das Ding in den Himmel. Also das macht Spaß, jedes einzelne Kommentar zu lesen. Mit jedem Mal bekommst du mehr Lust, das zu probieren, finde ich, ja. Absolut. Ja. Ich finde insgesamt die Webseite ist super gemacht. Mhm. Und es sind auch viele Player in dem Space, haben das ganz cool gemacht, immer mit so Erklärvideos, wo so ganz kurzer Summary und Walkthrough durch das Produkt ist, dass es eben jeder schnell versteht und gegebenenfalls dann eben auch nutzen kann. Und der Space ist gerade auch wahnsinnig heiß. Also da passiert sehr, sehr viel momentan. Viele Player, viele auch noch sehr jung, mit unterschiedlichen Ansätzen eben das ganze Data Consumption Thema neu zu denken. Es gibt einerseits Equals und so Player wie Canvas in den USA, da hat Sequoia auch vor einem halben Jahr eine Seed-Runde gemacht. Die haben diesen so Excel-Spreadsheet-Approach. Dann gibt es Player, die fokussieren sich eher so auf einen Low-Code-Approach, dass man so, so Datenanalysen sich mit Track und Drop zusammenziehen kann. Das sind so Player wie Latitude in Spanien beispielsweise. Und dann gibt es Player wie Hex in den USA oder Mode. Die haben eher so einen Data-Notebook-Fokus, also die haben sehr viel stärkeren Fokus auf Data-Teams und die zu enablen, kollaborativ mit den Business-Usern zusammenzuarbeiten. Und ja, also es gibt auch zahlreiche andere, die in dem Bereich unterwegs sind. Und wir finden den ganzen Bereich auch sehr, sehr spannend, weil wir auch bei Pico selbst eben sehr stark an das ganze Thema Data-Driven Decision-Making glauben. Und um eben datenbasierte Entscheidungen zu treffen, braucht man Zugang zu den Daten und muss sie eben entsprechend analysieren können. Und alle Lösungen, die das eben mehr ermöglichen, sehen wir sehr großes Value. Und würdest du sagen, die definieren hier einen neuen Markt? Also, oder nehmen die irgendwo, also nehmen die von irgendwelchen Märkten etwas weg? Weil ich ursprünglich hatte ich gedacht, sie versuchen Excel anzugreifen, aber so richtig ist das ja nicht der Fall eigentlich, ne? Nee, eigentlich Excel versuchen sie nicht an. Also klar, die Art und Weise, wie man in Equals arbeitet, gleicht Excel schon, aber der Use Case ist eben anderer, weil du wirklich, also du kannst so Analysen auch in Excel machen, aber die lösen ja eher das Problem, diesen Datenzugang. Und natürlich nehmen sie ein bisschen Markt von Excel weg, aber so dieser Data Analytics Anwendung in Excel ist mit Sicherheit nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von Use, also von den Arten, wie Excel genutzt wird. Ich glaube, wo sie eher nah dran sind, ist so in Richtung Business Intelligence und Dashboarding-Lösungen. Da gibt es ja so ein bisschen die etablierten Player, so wie Tableau beispielsweise, die schon in den meisten Unternehmen auch genutzt werden, oder Looker. Und die sind halt sehr, sehr unhandlich und sehr, sehr schwierig zu nutzen für Non-Data-People. Ich würde eher sagen, dass sie diesen Business Intelligence-Lösungen den Use Case von diesen Business Intelligence Lösungen erweitern, indem man eben so Data democratized oder Data Access democratized im Unternehmen und eben die Analyse von den Daten auch ermöglicht. Jetzt hatten wir angefangen unser Gespräch mit einer, weiß nicht, theoretischen Gründerfrage, ne, also Theorie, und jetzt würde ich vielleicht nochmal enden mit Theorie, weil wenn ich jetzt etwas wie Equals als Gründer bei euch vortragen würde, woran erkennt ihr denn, ob ich die Marktgröße richtig getroffen habe? Bei so Themen ist die Marktgröße natürlich wahnsinnig schwierig abzuschätzen. Ja, ne? Dachte ich. Deswegen habe ich gefragt. Ja, insbesondere, weil es jetzt weil man top-down die Marktgröße nicht direkt bestimmen kann. Also wie groß ist der Data Analytics Markt? Da gibt es mit Sicherheit Zahlen zu, aber das dann wirklich auf diesen
Data Consumption und Kollaborations-Use-Case runterzubrechen, ist super schwierig. Bei solchen Lösungen macht es in der Regel Sinn, das Ganze dann bottom-up anzugehen. Also dass man eben schaut, okay, was ist meine Target-Group? Und jetzt Equals, sie haben, glaube ich, einen relativ starken Fokus eben auf Startups initial. Also schreiben sie auch auf ihrer Website, the fastest way for Startups to do any analysis. Und dass man eben sagt, okay, so viele Unternehmen sind in der Target-Group, so viele potenzielle Nutzer arbeiten in diesen Unternehmen und dass man sich dann bottom-up eben mit dem entsprechenden Pricing hocharbeiten kann, um so eine Marktabschätzung zu machen. Aber ganz ehrlich, bei solchen Lösungen muss man eher an diese Hypothese glauben, dass eben Data Consumption nochmal neu gedacht wird, dass es da neue Lösungen braucht. Und wenn man diese generelle Markt- oder diese generelle Produkthypothese hat, dann muss man auch daran glauben, dass der Markt relevant groß ist. Das heißt, während bei solchen Themen jetzt aus meiner Perspektive so eine Marktabschätzung mit Sicherheit mal sinnvoll ist, um ein Gefühl für die Zahlen zu bekommen des Marktes, aber nicht absolut essentiell, ist es bei so Themen wie bei Casavo zum Beispiel ganz anders. Weil bei Casavo kannst du natürlich wunderbar dir den Markt anschauen und modellieren. Und bei Casavo kann man dann auch sehr einfach basierend auf Daten erkennen, warum Italien, Frankreich und Spanien deutlich attraktivere Märkte sind als Deutschland beispielsweise. Und das ist eben jetzt bei einem Thema wie Equals ein ganz anderer, weshalb es eine andere Relevanz jetzt meiner Meinung nach hat. Das heißt, das ist auch dann für den Gründer eigentlich ganz beruhigend. Man soll zwar verstehen, an wen man verkaufen möchte, aber man muss jetzt nicht beziffern können, ist es ein Milliardenmarkt oder ein 5-Milliarden-Markt oder wie auch immer. Die Ambition sollte natürlich sein, sich mit Problemen zu beschäftigen, wo man daran glaubt, wenn man dieses Problem löst, dass man ein massiv großes Unternehmen aufbauen kann. Und man kann das Ganze natürlich dann mit Zahlen noch betiteln, aber so diese, wenn das Problem groß genug ist, dann kann man davon ableiten, dass der Markt dann eben entsprechend auch ist. Und je nach Use Case, wie gesagt, ist es wahnsinnig wichtig, eine Marktabschätzung zu machen, oder je nach Geschäftsmodell ist es wahnsinnig wichtig, eine Marktabschätzung zu machen, oder eben ein bisschen zweitrangig. Also sehr, sehr viel Wissen heute, Bastian. Tolle Themen auch, muss ich sagen. Danke, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich glaube, wir haben viel, viel gequatscht und über viel gesprochen. Es sollte alles dabei sein. So, dann vielen Dank nochmal und dir noch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank dir, Jan. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Bastian Hasslinger, Vice President von Pickers Capital, über die Finanzierungsrunden von Whatnot und Equals. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Felix Schulte, Co-Founder und Geschäftsführer von Ride im Interview. Das Venture Capital finanzierte Fintech entwickelt Software- und Plattformlösungen im Bereich der Vermögensstrukturierung für Privatanleger. Das Berliner Unternehmen hat insgesamt 3 Millionen Euro von Business Angels wie Lea-Sophie Kramer, Verena Pauster und Mario Götze eingesammelt. Mehr dazu bei uns in der Mittagsausgabe. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde präsentiert von Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Konto hilft Gründerinnen und Gründern in nur 72 Stunden für das Handelsregister bereit zu sein. Teste Konto 3 Monate kostenlos mit dem Code StartupInsider. Mehr Infos gibt es unter konto.de. Konto schreibt sich übrigens Q-O-N-T-O.